Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexseed. Ja, endlich bin ich wieder zurück. Eine Woche Pause mehr. Ich habe so den Anschein, es ginge irgendwie 2 Monate oder so. So vermisst habe ich dieses Let's Play. Aber jetzt können wir weitermachen. Der letzte Part, der sechste Part, war ja die Baufolge, wo ich das Haus angefangen habe. Einfach mal so aus dem momentan verfügbaren Ressourcen ein bisschen gemacht. Und heute ist ein Entdecker-Part. Und ich habe mir gedacht, wir gehen in den Twilight Forest. Müssen hier mal schauen, ob wir Pflanzen oder so haben. Was könnten wir denn verwenden? Ich glaube, Setzlinge gehen auch, oder? Und wo sind's? Ah, ich habe noch einen Diamant. Also, das haben wir auch. Einen zweiten Eimer sollte ich noch machen und ja, so Setzlinge. 16 sollten reichen. Ich glaube, es sind 9 oder so. Wir brauchen noch Eisen. Na, Eisen. Eisen, Eisen. Dreimal Eisen. Für einen Eimer. So. Und jetzt suchen wir einen schönen Platz für unser Twilight Forest Portal. Und das wäre da oben. Nee, ich werde es ja nicht genau hier. Das Zweier da drauf. Da ganz oben. Ich hoffe, man landet dann nicht plötzlich in der Luft im Twilight Forest, aber ich finde das eine schöne Location hier oben. Zwar ein bisschen mühsam hier nach oben zu kommen, was ich jetzt gar nicht geschafft habe. Noch ganz runtergefahren. Ah. Dann machen wir da auf. So. Genau, hier ist es doch wunderschön. Sehr schön. So, aber jetzt müssen wir die Eimer nochmal. Ah, hätte ich früher denken sollen. Wir haben die Eimer gar nicht mit Wasser gefüllt. So eine Frechheit. Das geht mal gar nicht. Hallo. Dankeschön. Gut. Jetzt gehen wir halt nochmals nach oben. Was wir eigentlich auf dieser Seite besser könnten. Ja. So. Da Wasser und da Wasser. Jetzt muss ich schauen, ob es mit den Setzlingen überhaupt geht. Das reicht aus. Und dann kann man Q drücken. Habe ich Q? Ja. Und hier ist es. Boah, Blitz. Schaut mich nicht. Genau. Was ist denn heute los mit dem Drago? Yay! Twilight Forest. Noch in der alten Version, weil Hexe ja nicht geupdatet wird. Aber es war auch damals schon sehr, sehr toll. Ich weiß gar nicht, was mit der 1.7.10 Version Neues gab. Aber ist eigentlich alles da, was ich will. Und ich hoffe, ein schönes Biom ist in der Nähe. Zum Beispiel dieser Rainbow Forest mit den Regenbogenbäumen. So. Also, da sehe ich mal Hirsche, da sehe ich einen Wolf, also muss dieser dichte Wald da sein. Oder auch nicht. Eine Wiese. Twilight Forest Portal mache ich mal blau. Spawn, Twilight Forest. Weil die sind jetzt zusammen, weil das irgendwie keine andere Welt ist oder die Map. Blau. Also hellblau. Oh, und die großen Bäume sind hier. Wie cool ist denn das? Also, das ist der Twilight Forest. Ist zwar nicht ganz ein Forest, aber ein ähnlicher Forest. Ähnlich eines Forest. Und einen Raben haben wir hier auch. Forest Raven. Das sind die Kühe eigentlich. Die tönen auch wie Kühe. Und wenn man irgendwas auf eine Kuh tut, streut oder so, ein Pulver oder so, dann verwandeln sie sich in diese Hirsche. Also es ist eigentlich eine Mutation, so zu sagen. Ach, Forest Bunny. Forest Quill. Hä, das ist doch ein Squill. Ein Eichhörnchen. Ah, toll. Oh, ich bin gerade sprachlos.
Ich mag den Mod einfach, das ist einer der besten Mods, die je gemacht wurden. Mit dem Biome Supplendi Mod und mit dem Tropic. Wie heißt der Mod mit dem mit der tropischen Dimension? Tropical Island oder so. Ah, oh, diese Mods sind einfach super, wo etwas Neues, ein neues Biom einfügen und so weiter. Oh, und die geben recht viel Nahrung. Toll, toll, toll. So, und hier haben wir schon einen Dungeon. Tipptopp. Diese Dungeons sind ja nicht so schwer, aber auch doch schon herausfordernd. Wir würden es wahrscheinlich nicht bis ganz nach oben schaffen, dann lassen wir das noch. Da ist jetzt eine dieser Mangrovenwälder, was das für ein Wald ist. Dark Forest. Also mal hier entlang nicht. Da vorne haben wir irgendwo Pilze. Da ist ein anderer Baum. Das sind die großen Bäume. Ja. Okay. Ich bin immer noch sprachlos. Hier ist auch ein Portal in die Void. Eine Schlucht. Eine fette kleine Schlucht. Toll. Ja, hier gibt es die Wurzeln, da unten. Und hier gibt es, hier könnten wir auch ein paar Birken fällen. Da mache ich mal den hier kaputt, diese Birke. So, Setzlinge auch mitnehmen. Jetzt haben wir leider schon viel Müll bei uns. Weg, weg. Weg, weg. Nehmen wir das hier und das. Und das war's. So. Gut. Also hier hat es Pilze, hier hat es eine Ruine. Was ist denn das? Ein Turm. Ah, okay, ein Turm vom Ruins Mod, vom Battle Tower Mod. Ich glaube, Battle Tower ist so ein Add-on zu Ruins Mod oder einfach ähnlich. Habe ich so das Gefühl. Und ja, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ist für mich eigentlich alles auch relativ neu noch. Für euch eventuell auch. Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr natürlich auch gerne etwas schreiben. Was wir jetzt machen sollten, ist irgendwo ein kleines Zuhause suchen. In den Baum. Kommen wir gerne in den Baum rein. Weil die Bäume sind innen hohl. Glaube ich, weiß ich noch. Oder nicht? Sind es andere Bäume, die innen hohl sind? Doch, sie sind innen hohl. Genau. So, und jetzt machen wir hier Erde rein. Und dann haben wir unser Hausei schon im Twilight Forest. Ja, wir machen mehr Stein. Dazu machen wir hier. Okay, ich dachte, die kann man mit der Spitzhacke besser bauen, aber scheint nicht so. Wir müssen irgendwie an Stein kommen. Ja, jetzt kommt der Stein. Jo, und so. Also 8. Nehme ich noch ein bisschen mehr Stein. So. Gehen wir nach oben, machen uns ein Crafting Table und einen Ofen. Diese Prozedur, was mache ich jetzt für Mist? Da muss ich es ja machen. Wie jedes Jahr. Die neue Prozedur. Kohle. Porkchop. Dann machen wir uns Essen und gehen dann wieder raus. Könnten mal nach oben gehen. Komm, wir gehen mal nach oben, bis das Essen fertig ist. Und schauen uns um. Also das ist ein Fungi Forest. Also einfach Mushrooms. Fungi Forest ist im Biome Plenty ein Biom. Und hier im Twilight Forest heißt es einfach Mushrooms. Okay. Dieses Zirpe ist so eine Grille von diesem Twilight Forest Mod. Nerven ein bisschen, aber sehen noch cool aus. Haben sie richtig toll gemacht. Und bringt auch ein bisschen Lebendigkeit. Ja, leider sieht man nicht viel. Vielleicht sieht man diese. Ja, da sind sie. Ja, sind einfach Zirpen.
Okay, man sieht leider nicht viel wegen den Wolken, aber ein anderes Biom ist jetzt leider auch nicht in der Nähe. Der dichte Wald ist genau dort, wo eigentlich das Rendern aufhört. Ich so viel Reichweite? Ah, nein, jetzt. Okay. Noch ein bisschen. Nicht zu viel riskieren. So, das haben wir. Gut, und jetzt noch das und dann gehen wir raus. Sieht man irgendwo die Zeit? Okay. Wir gehen schon mal raus und schauen nochmals eine Ding. Ich will schauen, dass da keine Tiere spawnen hier. Goblins haben wir dort schon mal. Aber die sind nicht immer, glaube ich, so aggressiv. Viele Diamanten, viel Wasser, viel Lava. Okay, eine Axt könnten wir auch machen, habe aber kein Eisen mehr. Nun gut, wir könnten Eisen holen, aber später dann. Eisen können wir auch gießen noch. Na gut, wir könnten noch ein bisschen graben. Sind runtergraben. Aber hier scheint es nicht so zu haben. Eisen natürlich nicht, Diamanten. Diamanten haben wir vor der Schnauze. Aber, doch, Eisen haben wir rechts. Gut. Dann machen wir nämlich nochmal seine Axt. Oh, schön viel. Das ist ein Enderman. Okay. Aber die Endermänner teleportieren sich ja nicht, wenn man sie nicht in die Augen schaut. So. Diamanten. Dann mache ich eine Diamant-Spitzhacke. Und Stiefel. Nein, lasse ich noch. Ich spare sie noch auf. So. Da das Essen, hier die Knochen. Okay. Gucken wir uns nochmals um. Ja, es wird langsam Nacht. Ein Bett könnten wir machen, aber haben keine Wolle, keine Witter hier. In Twilight Forest sind die Witter eigentlich die Schafe. Die sind einfach ein bisschen größer und haben Hörner. Sehen auch ein bisschen besser aus. Dadurch. Okay. So. Dann erkunden wir noch weiter. So. Also, das haben wir. Das nehmen wir auch mit. Suchen wir Wetter unbedingt. Die Goblins sind weg. Okay. Die spawnt scheinbar. Ja, was haben wir hier noch? Ein neues Biom für den Drago, bitte. Oh, nicht den Leggen. Nicht Leggen. Ah, hier sind Witter. Sehr schön. Gleich drei für ein Bett. Nicht abhauen. Nicht abhauen. Nein, 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 nein. Du stirbst nicht. Bist schon tot. Du kannst doch nicht mehr sterben, wenn du schon tot bist. Also bitte. So. Also, gleich Bett. So, Dankeschön. Bett, schlafen. Sehr gut. Ah, schön, im Bett zu schlafen. Gut. Und weiter geht's. Also, der Tag wird's in diesem Twilight Forest eigentlich nicht so groß. So, ein Fieri Swamp, oder wie sie heißen, möchte ich gerne finden. Und ja, nicht wieder laggen. Das sind die Junk-Ladefehler vom Twilight Forest. Es geht halt nicht immer so exakt schnell, wenn man so viele Texturen in den Twilight Forest schmeißt.
dann kann es manchmal ein bisschen laggen, weil 1.53 noch eine recht ja nicht so performancegünstige Version war. Und Optifine ist ja auch nicht drin. Hier haben wir auch wieder einen dicken Wald. Der ist recht lang. Ich möchte gerne ein anderes Biom zeigen für unsere neuen Zuschauer, für diejenigen, die noch keinen Twilight Forest gesehen haben. Möchte ich gerne sie zeigen. Aber wenn nichts kommt, dann kommt nichts leider. Da ist ein bisschen grüner, aber das ist nichts anderes. Oh, Tiny Bird. So cool. Knochen. Knochen, Knochen für den Hund. Wow, 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 wow. Dankeschön fürs Mitkommen. So, haben wir noch einen Hund? Nicht. Boah, da fällt man rund. Oh. Da hat es ein paar Schleiminseln. Ah. Okay, das sieht man auf der Map nicht so. Ein bisschen sieht man es, okay. Das ist ein Labyrinth. Das kann man groß dazu sagen. Da hat es stachelige Ding, also da darf man nicht rankommen, sonst bekommt man Schaden. Hier gerade gibt es Spawner von den Goblins und hier gibt es Schatztruhen. Und wir müssen den Weg finden zu den Schatztruhen. Ja, der Hund stirbt jetzt halt, wenn er sich irgendwo reinbackt. Oh, Wolf? Ah, nicht du. Pass ein bisschen besser auf. Blö. Ja, stirbt doch. Ah. Was ist jetzt los? Kaktus, sehr gut. Flint brauchen wir, Melonseeds brauchen wir, Melonen brauchen wir, Cobweb, einzigartig. Spinnen, hier hat es Spinnen. Okay. Pumpkinseeds können wir austauschen. Die kann man eigentlich austauschen für Golden Apple. Und sonst. Ja, brauchen wir es nicht. Hier haben wir einen Bogen, brauchen wir nicht. Okay. Ein bisschen Holz noch. Und die Sticks brauchen wir auch noch. So. Dann. Oh, 16 Leben. Nein. Boah, schreckt mich doch nicht so. Das. Ja, und sonst. Da haben wir wieder. Da waren wir schon. Ja. Da müsste in der Mitte noch etwas sein, oder? Da. Okay, schade. Ja gut, gehen wir wieder raus. So. Also hier haben wir auch nichts gehabt. Richtig. Schade, schade. Gehen wir nach Osten. Das könnten wir noch anschauen hier. Es gibt eben recht wenig Zivilisation in diesem Teil vorerst. Eigentlich nur Landschaften, ein paar Tempel ab und zu, paar Labyrinthe. Aber es gibt auch coole Sachen und die sind einfach sehr selten. Eine Hydra gibt es noch. Und so. Tja. Mal ein bisschen rennen. Hier ist es nämlich ein bisschen besser zum Rennen. Wenn man nicht gleich hängen bleibt. Noch mehr Wölfe. So. Gut. Und dann weiter. Hier drüben haben wir auch so ein
weil er vorerst ein Biom wie die Welt heißt. Okay. Ah, was ist gerade mit der Stimme los? Ist ein bisschen, ist wegen dem Asthma, weil ich allergisches Asthma habe, hätte. Bin ich ein bisschen verschleimt in den Bronchien. Tja. Und lecken tut's auch immer wieder. Das ist der Twilight Forest. Den liebe ich, da habe ich früher immer auch Probleme gehabt. Natürlich mit schlechterem PC geht es noch schlechter. Ich habe zwar einen High-End-PC, aber das ist Java scheißegal. Und eben, es leckt, wenn es leckt. Tut mir leid, also. Hexit ist sehr performance-lastig, das ist normal. Aber das liegt an Java und nicht am PC. Schade, dass man das nicht mitnehmen kann. Hm, wo ist der Eingang? Irgendwo muss da ein Eingang sein in den Hügel. Da gibt es eine Schatzkammer. Wir haben den Schatz gefunden von Eldorado. Okay. Hm. Dann graben wir uns rein, wenn es nicht will. Kohle haben wir. Ja, Kohle. Pff. Können wir schon ein bisschen noch mehr mitnehmen, aber wir haben eigentlich mehr als genug. Ich sollte vielleicht machen, dass nicht zu viele Monster spawnen jetzt. Vielleicht noch ein bisschen runter. Da. Oh, Goldnugget. Recht viele hier. Noch ein Eimer. Zucker brauchen wir nicht. Goldnuggets können wir mitnehmen. Naja, Goldbahn meine ich. Da. Gunpowder können wir mitnehmen. Und der Rest lasse ich. Redcap, okay. Lava. Ja, ich weiß, dass ich sehr viel Nahrung verliere, aus irgendwelchem Grund. Aber, man verliert ja nicht so viel Schaden. So. Seid ihr lustig? Ihr seid so wahnsinnig lustig. Schwarze Wolf. Oh Gott. Gib mir die Stiefel. Was? Die haben weniger Energie. Tja. Die. Halt. So. Hier haben wir Zombie-Spawner. Ach, geh doch aus dem Weg, blöder Wolf. Grafikbugs haben wir auch hier überall. Okay. Geh jetzt weg aus dem Weg. Ich kill dich sonst. So, fertig jetzt. Also, die KI ist manchmal dümmer als... Ja, in Minecraft muss man nicht zu viel erwarten, aber die Minecraft... KI ist trotzdem extrem scheiße. So. Gut, Nuggets nehmen wir mit. So. Aha, schaut mal da hin. Glowstone. So, Glowstone anstelle von Ding Nuggets. Gold Nuggets. Und hier haben wir Sand, okay.
Nächster Raum. Ein Spawner. Und weg. Hier haben wir Dornen. Okay. Necromonicon-Page. Und Blast Protection. Oh. Blast Protection. So. Ach komm. Eins brauchen wir nicht, oder? Ja. Weg. So. Dann haben wir eigentlich fast alles, oder? Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. In der Mitte vielleicht noch etwas. Nö. Dann gehen wir wieder raus, oder? Gehen wir bei der Kohle nach oben. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Glowstone. Und jetzt können wir gleich mal hier nach oben. Jetzt habe ich keine Baumaterialien. Na toll. Wir graben uns hoch. So. Stück für Stück graben wir uns nach oben. So. Und schauen, was im Norden ist. Aber ein Sumpf wird es wahrscheinlich sein. Das ist nämlich dunkel auf der Map. Ich kann es nochmals in groß zeigen. Da oben. Twilight Swamp, ja. Ein ganz normaler Sumpf vom Twilight Forest. Leider kein Fiery Swamp. Ja, die kann ich nicht mitnehmen. Lasse ich auch hier. Und bald sind wir oben, hoffentlich. So. Also manchmal hat es ganz viele Erze dort. Also richtig gute Erze auch, aber hier war es jetzt nicht so sehr lohnenswert. Auch mehr zu erkunden ist es nicht lohnenswert. Dafür gehen wir jetzt einfach weiter und vergessen diese Schatzkammer, diesen Schatzdungeon in Richtung Sumpf. Schaut euch das mal an. Nice. Ah, da gibt es die Mangroven. Ich glaube, das ist Mangrovenholz. Alte Erinnerungen kommen zurück. Ist sicher jetzt 3 Jahre her. Ja, Mangrovenholz. So. Aber die nehmen wir ein anderes Mal mit. Können hier noch ein Waypoint machen. Mangrovensumpf. So. Und jetzt in diese Richtung wieder zurück. Nach Hause. Möchte nach Hause telefonieren. Sollte das eigentlich nicht ein Brunnen sein? Komisch. Ah, die Hühner sind normale hier. Okay. Da gibt es normale Hühner. So, also. Dann Part zu Ende. Im nächsten Part werden wir etwas aus dem Twilight Forest sammeln. Vielleicht Gold oder so. Und oder ein Dungeon machen. Und dann kommt wieder eine Baufolge, wo wir unser Haus weiterbauen. Ja, in der nächsten Folge werden wir dieses Holz, das Mangrovenholz und noch ein Holz oder mehrere Holze sammeln, um dann Baumaterialien zu haben. Im dritten Part, also ja, im übernächsten Part. Das wäre der 8. nächstes Mal, der 9., also der 9. Part ist es dann. Im 9. Part werden wir das Haus weiterbauen. Mit den neuen Hölzern aus dem Twilight Forest. Sehr gut. Und so wegen der Stimme ein bisschen. Aber ich war, wir hatten einfach 4 Uhr gegessen. Und da waren sehr viele Raucher neben mir. Und ich bin leider ein bisschen allergisch auf das
auf dieses Rauchgezeugs, der Rauch. Und dadurch bildet sich in meinen Bronchien wahrscheinlich zum Schutz, und weil ich Asthma krank bin, dieses Schleim. Und der muss natürlich manchmal raus. So. Wo ist das? Da. Okay. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bleibe noch im Twilight Forest. Und ja. Nächstes Mal Holz sammeln. Übernächstes Mal bauen am Haus. Übernächstes Mal wieder erkunden hier im Twilight Forest oder in der normalen Welt. Und so weiter. Immer drei Parts wiederholen. Und damit Abwechslung garantiert ist. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal, euer Dragobaster. Tschüss.